Das muss immer ankommen. Was ist denn das hier eigentlich? Oh my god. So now we actually started on something. Andrew. Yeah. Sure. Hey, are you okay? Navy. Nope, I'm not. Ah, ich hätte zugucken können, wie der geöffnet hat. Do you want to talk about I can't do it. Das vergesse ich. I can't. This is all crazy. But you said you. I know. Okay, I know what I said. But I. What was I supposed to say? You all. Entschuldigung. You all pressured me. Andrew. They really expect us to climb into some jury-rigged thing and ride it through space just because VT might not come pick us up. It's insane. And first, we all have to get in cryo just for the privilege. Well, some of us do. Andrew, I don't know what to say. They do not need us. They need you. Well, I'm not doing it. I'm not getting the Schlauch angeschlossen. I'm going to be the same one here. No, nobody even considered that VT might come pick us up in time if we just wait. Nobody even considered it. VT hat kein Interesse daran. Ihr seid wertlos für die. Don't talk to anybody else about this for now, okay? And if I were to call the crew into medical, you'd show up, right? I guess it depends what it is. Okay. Just give me a little time. So, das haben wir gesehen, wieder wie sie hochging. Jetzt wurde sie panisch. Was macht jetzt noch alleine? Hey, Odin. Ach, yes, ich Onkel Odin. What should I do? What do you mean? I don't know. I just want to go home. Das I understand. Sagt auch. Do you? I believe that I do. I believe it. Ah, schön. Das ist wirklich wie Hell. Can you tell me the average time it's taken VT to send an evac crew to investigate situations like this? The average time between a remote facility losing ground contact and an investigative crew arriving on site. Oh shit. Is 98.4. Das ist zu viel. Das schaffen God sie nicht. Damn it. Please try not to be worried, Andrew. That's easy for you to say. Mehr you don't Pflanzen. Have lungs. So, what do you think we should do? Standard operating procedure requires all crew to engage cryogenic hibernation until help arrives. Yeah, you know people die in cryo, right? I know. Okay. Sometimes. Da ist er drüber gestiegen und stellt sich in die Ecke und lehnt sich an. If we don't make it out of this, can you deliver a message to my family? I will do everything in my power. Okay. I'll send you something later, all right? Of course. Jetzt warten wir erstmal, ob er noch was alleine macht. Ah, Eigenwachstum. Well, looks like this will work. Give us a few extra hours anyway. Thanks, Odin. Okay, also irgendwas macht er. Also er hat was gemacht. Wir haben hier den Sauerstoff. Die Sauerstoffversorgung. Die nahm rapide ab vor 3 Tagen. Schlagartig. Dann hat er das Algenwachstum stark beschleunigt. Ah! Na ja, klar, wahrscheinlich damit Sauerstoff hergestellt wird. Und in diesem Zusammenhang, er hat das Algenwachstum stark beschleunigt. Das nahm jetzt wieder ab. Also gestern nahm das wieder massiv ab. Und in diesem Zusammenhang hat auch die Sauerstoffherstellung rapide zugenommen. Und gestern hat sie abgenommen, nimmt jetzt wieder leicht zu. Das erklärt auch, warum es dann gestern nach einem ziemlichen Down wieder einen leichten Anstieg mit der Sauerstoffversorgung gab. Ey, das ist sein Plan. Er will es auf die Art hinkriegen. Das ist nicht dumm. Ich wollte vorhin schon sagen, warum nicht pflanzen? Wir fangen oben links an. Ja, keine Ahnung. Geht nicht. Oh Gott, von Mark Figueroa. Wollte nur mal wegen deiner Verlängerung nachfragen. Andrew, ich rede nicht darüber, wer die Rechnung bezahlt. Ich spreche über Nicholas.
sieht dich alle 4 Monate und dabei berücksichtige ich nicht mal deine Gefühle, meine Gefühle, die ich hier beiseite lasse. Du denkst vielleicht, er zeigt es nicht, aber... Tja, Nikolaus. Aber Niklas wünscht sich wirklich, dass du hier wärst. Hör mal, wenn du aus deiner Vertragsverlängerung aussteigst, werden wir schon einen Weg finden. Du weißt, dass meine Eltern im Währungscrash gut abgeschnitten haben. Mein Vater sagt immer, ich will dich nur zu Hause haben. Also, Andrew ist scheinbar schwul. Betreff über Brrr. Dich auf die Wohltätigkeit deiner Eltern zu verlassen ist deine Lösung? Ich sammle Eigenkapital hier oben. Meine Treuepunkte. Lesen ist gerade echt aus. Meine Treuepunkte werden Niklas Schule bezahlen. Und wenn ich aus diesem Vertrag aussteige, werden wir das alles verlieren. Und ich bin nicht... Mir gefällt diese emotionale Sabotage nicht, wenn du doch weißt. Es tut wirklich weh, so überhaupt nicht geschätzt zu werden. Es tut mir leid, ich... Verbindung unterbrochen, Nachricht nicht versendet. Erneuter Sendeversuch. 3-mal. Nachricht mit Evie St. James. Dann schätze ich mal, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen einen Notfallplan ausarbeiten. Aber VT sollte doch kommen und uns abholen, oder? Innerhalb 24 Stunden. Hör mal, Höhe. Im allerschlimmsten Fall kurzfristig einfach unsere Sauerstoffversorgung. Okay. Es gibt wirklich keine Möglichkeit, ein Signal nach außen zu bekommen? Es muss etwas geben, was du noch nicht probiert hast. Nein, Andrew, alle Kommunikationen werden durch ein sicheres VT-Laser-Array geleitet und das wurde zerstört. Und die Reservesysteme wurden auch zerstört. Hör auf, mir zu schreiben. Und damit hätten wir ja alles gemacht. Und wissen, was hier in der Botanik ablief. Und danach geht's in die Medizinstation. Hoffe ich doch, dass das chronologisch passt. Well, looks like this'll work. Give us a few extra hours anyway. Thanks, Odin. Okay. Okay, Evie, Hello? Gehen wir mal in die Personalquartiere, mal sehen, was wir hier noch finden. Das wird Andrews Quartier sein. Willkommen. Wiederherstellen. 6 Monate ist das jetzt her. Der macht sein Yoga. Ready? I'm gonna do it this time. Nee, der spielt was. Der spielt ein AR-Spiel. Das ist ja geil. Die Musik, die kenne ich. Im Hintergrund, die Melodie kenne ich irgendwoher. Die Melodie kommt mir bekannt vor. Okay. Die ist ja hier. Okay, sie ist hier und guckt zu. Und die spielen Spitfires Revenge, Sarah gegen Andrew. Und sie hat massiv mehr Punkte als er. Kann ich mir die aufsetzen? Was haben wir hier? Kürbiskerne. Ich habe gesagt Kürbisse. Habe ich doch gesagt. Was haben wir hier? Kürbiskerne. Okay. Habe ich ja gesagt. Damit rein. Damit rein. Wir machen hier ein bisschen Ordnung. Das ist doch unordentlich, was der hier macht. So, Deckel wieder zu. Hier gibt es nichts Neues. Ach, er kann hier drunter. Ach, das ist ja cool. Das heißt, jeder hat sein Zimmer in seiner zugehörigen Station. Also Sarah dann in der Medizinstation. Und eventuell kriegen wir dort den Code, zu ihrem Spind. Ich fühle mich gerade echt dumm. Zu ihrem Sprint. Was sind das? Kuchen? Oh, geil. Sapna Sweet Cake. Oh, schokoladenüberzogene Vanillekuchenstücken.
Big cake taste in a little cake bite. Großer Geschmack im kleinen Kuchen sozusagen. Die Contents best enjoyed by. Das ist niedlich. Der beste Trainingscampus für darstellende Künste, den die Demokratische Ostkoalition zu bieten hat. Okay, die Demokratische Ostkoalition, China gibt's nicht. Die Nummer 1 unter den Unternehmensplatzierungen für darstellende Künste und, und Bonusse für das 8. Jahr in Folge. Amazon, Universität Buffalo. Ist das die Ostkoalition? Sehr geehrter Herr Dagerb und Herr Figueroa, vielen Dank, dass wir Ihnen und Ihrem talentierten Sohn Niklas unseren innovativen Campus zeigen durften. Als führende Doc-Bildungsstätte für darstellende und arbeitende Künste ist die AU Buffalo stolz, das Ziel Nummer 1 für talentierte Studenten wie Niklas zu sein, deren Ambitionen Sie zu einer bedeutungsvollen Karriere in der Kunst antreiben. Sie haben Interesse geäußert, etwas mehr über die finanziellen Optionen zu erfahren, um die Ausbildung Ihres Sohnes zu ermöglichen. Gerne akzeptieren wir Treuepunkte von international anerkannten Körperschaften, einschließlich der Venturis-Familie, von Kapitalgesellschaften zu konkurrenzfähigen Preisen. Und wenn Niklas in der Lage ist, nach dem Abschluss eine Anstellung innerhalb der Amazon-Unternehmensstruktur zu sichern, bieten wir Unterrichtsgebühren-Erlassprogramme, die Niklas quasi eine kostenlose Hochschulbildung ermöglichen. Wir danken erneut für Ihren Besuch unseres Campus und dass wir Ihren talentierten Sohn kennenlernen durften. Falls Sie weitere Fragen haben, freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Malia Crawford, Aufnahmesekretariat, Amazon Universität Buffalo. Also die ziehen sich ihre Leute direkt ran. Erst ausbilden, dann so übernehmen und dann gibt's wahrscheinlich auch noch... Entschuldigung, Hals ist immer noch nicht ganz gute Nase. Und dann gibt's noch spezielle Programme. Naja, ist ja klar. Die müssen die Leute ja bei Laune halten, ne? Er war da auch. Was haben wir denn hier? Rauchfreie Zigaretten. Growth. Tubus. What? Was ist denn das? Aurea. Blablab. Feuchtigkeitscreme. Schwein! Ja, ja, Feuchtigkeitscreme und Taschentücher. Alter, Protein! Oh! Erdbeergeschmack. So. Reicht. Genug gepumpt. Was ist denn das für ein Müllhaufen hier? Kriege ich nicht aufgenommen. Die Gärten von Versailles. Hallo von Bethany Winter. Fotos von Tammy Lowe. Der Bildband Die Gärten von Versailles fängt den Zauber der atemberaubenden Jardin du Château de Versailles in der bislang umfangreichsten fotografischen Bestandsaufnahme ein. Neben den glanzvollen Abbildungen werden auch eine ausführliche Geschichte der Gärten, ihre Pläne und die zeitlichen Abläufe offenbart, in denen diese konzipiert wurden. Dies ist wahrhaft eine Biografie dieser wunderschönen Stätte des Weltkulturerbes. Die Geschichte der Gärten wurde hier zu ihrer Unterhaltung und Bildung sorgfältig zusammengetragen. So schaut's aus, Freunde. So, was ist denn hier? Hallo, das ist naja. Kann ich nicht. Die Seife sieht irgendwie pervers aus. Was ist das? Teyam, Nina. Yeah. Das vierte Buch in Nina Ears oder so. Bestsellerreihe Gottesverehrung, in dem Teyam die Heldin Bruja und ihre bogengewandte Schwester Sapna in Kola, einer kleinen Stadt in Ost-Kalinga, stationiert. Das waren jetzt viele Worte, die echt merkwürdig sind hintereinander. Wo sie darauf hoffen, sich ausruhen und auf ihre Begegnung mit dem mächtigen Garuda Mio vorbereiten zu dürfen. Doch Puya und Sapna finden sich inmitten einer frommen Zeremonie der Segnungen wieder, die zunächst so schön und harmlos erschien, bis etwas auf sie aufmerksam wurde. Teyam. Nina Ir wurde in Hat Yai, Thailand geboren. Sie hat über 22 Romane geschrieben. Ihr erster war Hand der Rakshasa im Jahre 2068. Das ist so richtige Toilettenlektüre. Ach, das ist ein Glas. Peppermint Clove. Clove. Okay. Was ist das? Achso. Okay, dann stellen wir ihn mal hier wieder her, den Guten. Achtung, feindliches Feuer! Ah, das sehen wir nicht, schade. Gescheitert.
Oh Gott, von ONN, das orbitale Nachrichtennetzwerk. Venturis Aktien fallen nach Scheitern des Gesetzesentwurfs für die Orbitalarbeitssicherheit. Der Gesetzesentwurf hatte das menschliche Überwachungsabkommen aufgehoben und dem ehrgeizigen Venturis-Gürtelprojekt die Tür geöffnet. Raumfahrt- und Gastgewerbeunternehmen wie Venturis sehen ihre Gewinne schrumpfen. Während begeben sie sich in den Venturis-Gürtel, eine Gruppe von 1000 automatisierten, preisgünstigen, im Raum rund um die Erde stationierten Orbitalbungalows. Die Vollautomatisierung der Orbitalanlagen ist derzeit aufgrund des menschlichen Überwachungsabkommens verboten, welches fordert, Venturis, baba, allein über 15 Milliarden SGD in die Entwicklung, den Bau und die Stationierung der Bungalows, wie auch in die umfangreiche Lobbyarbeit, größtenteils über Ratsmitglied und Sympathisant Douglas Chun. Zur Aufhebung des blablabla. Ratsmitglied Chun trat vor 3 Monaten von seinem Sitz zurück. Heute, als die OKWP-Delegierten gegen die, was war's? Gegen die Orbitalarbeitssicherheit 418 zu 132 stimmten und damit für die Beibehaltung des menschlichen Überwachungsabkommens sorgten. Venturis Aktien sanken auf ein Allzeittief in der Nachfolge der OKWP-Abstimmung und anhaltender öffentlicher Empörung jener Menschen, die im Voraus für, oh, Venturis Gürtel Teilnutzungsmitgliedschaften gezahlt hatten. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Sergio Venturis Position als Generaldetektor im Vorstand war für Kommentare. Was? Okay. Also, er hat sich so ein Bungalow geholt und das bringt ihm nichts. Geil! Vater, Vater, Sohn. Weihnachtskarte? Die würde ich gern von hinten sehen. Sieht man das? Nee, schade. Das wäre geil. Entschuldigung. Außerstationäre Nachricht mit Nicolas Daggia Figueroa. Ja, ich habe es aufgemacht. Und? Was ist der Sohn? Bin mir nicht sicher, ob ich es kapiere. Du musst sie der Crew schenken, damit sie vom grellen Schein deiner glänzenden Kopfschwarze nicht mehr geblendet wird. Nicolas! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa. Und das sind die Sonnenbrillen, die er gekriegt hat. Hallo Andrew. Schade, dass du bei der Einweihungsfeier nicht dabei sein konntest, aber sie war wirklich schön. Sogar Nicolas schien ergriffen. Wir haben den Eintrag deiner Großmutter gefunden. Hier ist ein Foto. Wir machen dann einen gemeinsamen Besuch, wenn du zu Hause bist. Lieb dich, Mark. Er hat sogar einen richtigen Löffel. Den legen wir hier rein. Ah, hier ganzen Abdrücke. Was ist das? Spielkarten. Ach, cool. Hausaufgaben sind wichtiger als Spaß. Papa, alles Liebe, Nicolas. Verbring ein gutes Jahr im All. Haben wir übersehen, Freund. Und die hat er wieder gezeichnet. Chang'e Mondgöttin. Okay, cool. Shiva Dagyab. Seine Oma. Alter, das Spiel hat so viel Potenzial für Jumpscares. Das ist echt krass. Das hätte man so krass wirklich als Horrorspiel umsetzen können. Und ich bin froh, dass es nicht gemacht wurde. Danke. Aber stellt euch das mal vor, das ganze Spiel ist so lala. Du liest hier, du machst hier, du entdeckst die Geschichte. Und die letzten 10 Minuten knallt das hier rein. Ich würde durchdrehen. So, damit hätten wir hier alles erreicht, nicht? Stimmt, das war Andrews, den wir nicht öffnen konnten. Das war gar nicht Sarahs. 0281. Oder? Das war doch 0281. 0281, das müssen wir uns merken. So, dann wären wir hier nämlich fertig. Hier läuft aber schöne Musik. Und müssten jetzt weiter in die Medizin. Aber wir können mal gucken. Haben wir noch was vergessen in der Botanik? Hier haben wir alles gemacht. Mehr ging nicht. Nö, hier haben wir alles gemacht. Na klar, da ging nicht mehr.
Wir haben uns alles angeguckt, dann gehen wir jetzt in die Medizin. Jetzt hat er 50%. Na klar. Ach, weil es jetzt beendet war, oder was? Willkommen auf der medizinischen Station. Bitte begeben Sie sich zur ärztlichen Untersuchung zum Untersuchungsraum. Ist Venturis happy, geht's Venturis gut. Behandelnder Arzt Dr. Matt Sarah Hasmadi.